Problem ist, ihr kennt das nicht mal richtig, weil die alle rot sind irgendwie. Ist nicht unbedingt die klügste und tollste Wahl war. So langsam bekomme ich die Probleme da oben scheinbar in den Griff. Oh, jetzt steht er nicht drum rum, schießt sie nieder. Nicht rumstehen, schießen mit allem, was ihr habt. Doch, Türme verdammt, aber schnell. Ich bräuchte auch Gold. Das wäre auch recht toll. Ich kann mir gar keine Türme leisten. Hä? Fährst du denn schon wieder rum und wieso sind da schon wieder alle tot? Sind das für scheiß Türme? Die halten ja wenig aus als die alten. Ja, Kommandant. Und ich habe nicht genug Ressourcen, um neue zu bauen. Ja, Kommandant. So, und dieser eine Panzer sollte doch auch mein Verbündeter sein, bin ich mir sicher. Jetzt muss ich hier mal wieder was tun. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Maschinen einschalten. Kurs eingeben. So. Generalquartier. Ihren verheerenden Todesstrahl, der keinen Schaden macht, kann ich mir, glaube ich, sparen. Kapitän auf die Brücke. Maschinen einschalten. Naja, der macht ja fast schon richtigen Schaden, ne? Phobos. Der Mond greift mich direkt an. Soll ich einfach noch einen dritten bauen? Ich kann mir keinen dritten mehr leisten, oder? Ja, nö. Ah, ich darf sie nicht verlieren. Immer hier kusch. Ist das Ding noch kaputt? Vor allem, warum hat das Ding hier Rückstoß? Was ist das für ein Laserstrahl? Einer mit Rückstoß, so. Leuchtet ein bisschen blau, Partybeleuchtung. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Gehen wir. Kapitän auf die Brücke. Wir werden angegriffen. Ah, zieh dich zurück. Reicht das jetzt bald mal, hier oben abzuwehren? Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Okay, dann kann ich hier mal anfangen, Türme zu bauen. Gut, geht reparieren. Kein Bock, dass es hier kaputt geht schon wieder. Ich brauche da oben aber noch mehr Türme, wie es aussieht. Jetzt kommt ja noch irgendwo die Panzer angefahren. Ja. Und die werden geheilt durch mein Dingsbums, Kirchentypen da. Gut. Hätte ich gar nicht mit Truppentransporter gebraucht, wie ich gebaut habe, oder? Scheiß. So. Speichern wir, speichern wir. Gut, die bauen hier weiter Türme zusammen. Bringt ihr das endlich mal in die Luft? Stehen schon 20 Leute rum und die Angst trotzdem nicht in die Luft. Artillerie haben die keine, also das ist alles repariert, gut. Wenn schon kein Gold, dann kann ich wenigstens Eisen noch abbauen. Was mich zur nächsten Frage bringt, ist da jetzt irgendwas noch groß oder kann ich da jetzt tatsächlich einfach durch? Wahrscheinlich nicht. Sie auch wieder eine Logikbombe zünden oder jage ich das Ding einfach in die Luft? Kapitän auf die Brücke. Kurs eingeben. Nächste Frage, können die mich irgendwie... Wir werden angegriffen. Ich kann nur noch so ein Ding stehen. Ah, geh weg. Kurs eingeben. Schwinde da.
Alter, was haben wir denn für Reichweite? 9. Kapitän auf die Brücke. Ich habe nur 8. Ich kann es aber auch nicht zweimal erweitern, um zu sagen, dass ich 10 hätte. Dann könnte ich das Ding aus sicherer Entfernung einfach niederschießen, aber hier fehlt das Gold. Traurig, aber wahr, ich habe kein Gold. Und auch kein Stein. Boah, der 600 Schaden mit dem Treffer, leck mich. Wir werden angegriffen. Hä? Wieso stehst du denn da vorne? Das muss ich jetzt hoffentlich nichts sagen, oder? Wäre aber lustiger, wenn du es tun würdest. Meld ihn mal alle wieder. Ja, schön, dass du dich wieder vorne hinstellst, wo die Gegner dich auch garantiert niederschießen können. So, noch irgendwas, was repariert werden muss. Wir werden angegriffen. Dann tötet sie halt einfach mal alle. Wenn ich jetzt mal wieder wegen Verstärkung zusammenziehe. Und hier so halbherzig irgendwie gar nichts kaputt schießt. Diskussion beendet. Meine Armee wird immer größer hier. Oder wirkt das nur so? Wirkt nur so. Gut, heil dich mal fertig und dann geht ihr wieder da oben in Position. Weltraum geschützt, du. Pff. Lass mich nicht aus dem Weltraum angreifen, ist alles in Ordnung. Wenn sie das tun, habe ich ein Problem. Vor allem, weil es auch Gold kostet. Ich habe kein Gold. Der sollte bestimmt auch zu mir schon gehören, aber tut er nicht. Generalquartier, Kapitän auf die Brücke. Generalquartier. Ich sollte einfach das spawnen können. Kann ich einfach alles voll mit Wand bauen? Nur zu, Kommandant. Brauchte ich noch mehr? Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Positiv. Weißt du was, du stellst jetzt einfach mal irgendwo da mit hin. Ja, Kommandant. Gut, die Wand hier reicht das mal. Wie sieht's aus mit Stein? Liefert mir mal Nachschub, komm. Ja, das reicht. Das. Oh. Das sind 7. Produzieren wir mal noch einen. Du produzierst mal 2. Wir werden angegriffen. Ja, gleich. Jetzt nicht. Völkere mal das da. Schön, wie wieder ein paar Einzelne vorne stehen und der Rest einfach hinten wartet. Kapitän auf die Brücke. Wir werden angegriffen. Ja, komm. Ja, das schön. Und wieso steht ihr noch ganz so? Weil ich, ja, natürlich. Ja, Kommandant. Ich warte. Fertig, Sir. Auf, daher mit euch. Wir werden angegriffen. Das sind ganz schön große Geschosse dafür, dass die von Infanterie abgeschossen wird. Verstärkung sind wir irgendwo eingetroffen. Kann ich behilflich sein? Ja, also wenn du fliegen könntest, wärst du das schon toll. Wie die Armee einfach immer größer wird. Wie die Reparatur einfach viel zu lange dauert. Ich soll es vielleicht zum Weltraumdock zurückziehen. Wenn das schneller geht, ich weiß es nicht. Geht das schneller? Meine Abonnenten antworten mir immer erst nachdem ich die Videos hochgeladen habe. Das ist viel zu langsam. Wir werden angegriffen. Hallo? Ich habe hier 2 geschickt.
zieh ich mal zurück. Kapitän auf die Brücke. Zurück mit dir. Generalquartier. Kapitän auf die Brücke. Ist die noch platt? Vielleicht, nee, eher nicht so. Es brennt zwar jetzt, aber das bringt mir auch nicht viel. Generalquartier. Ja, es wird automatisch repariert. Maschinen einschalten. Jetzt nichts wie weg. Das hat echt 600 Schaden, dieses scheiß Turmding. Kapitän auf die Brücke. Kurs eingeben. Ich will mit dem Transporter aber auch nicht landen, bevor ja, ich hier nicht, so. Ne? Und so, ihr wisst schon, ja, stellt euch alle da hinten hin. Hätte ich auch gemacht. Schön weit weg von der Front. Kapitän auf die Brücke. Ich wurde überhaupt darauf hingewiesen, dass ich angegriffen werde? Nö. Die Geschwindigkeit. Ich kann hier gar nichts aufrüsten, weil es viel zu teuer ist. Wir werden angegriffen. Gut, Rückzug hier. Ist das die Türme mal erledigen? Den ich scheinbar auch noch mehr brauche. Wo ist meine Artillerie? Da. Gut, geht reparieren. Alles gut, alles gut. Alles wird gut. Ich muss mir oft genug einreden, dann glaube ich an mich selbst. Wir werden angegriffen. Allerdings wirkt es so nicht so, als wenn sie völlig verpackt wäre. Kapitän, halt mal hier. Ihr könnt durch das Weltraumdock repariert werden, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ich muss halt meine knappe Ressource noch weiter aufpassen. Ja, es wird repariert. Ah, nee, das brauche ich, glaube ich, keine Ressourcen, oder? Nee. So, Rückzug. Turm bauen. Jetzt soll ich auch mein Haus bauen. Was kostet das? Stein. Dann hätten die auch noch den Moralbonus. Ich weiß noch nicht, wie viel der bringt. Also bei den Türmen jetzt. Ich warte. Geschossen. Verstanden. Warte mal noch länger. Kapitän auf die Brücke. So, danach schnapp ich mir den Mond vielleicht. Wenn er nicht noch mehr Geschütze sind, vielleicht sind noch 20 Geschütze. Aber die können eh nur auf Weltraumzeug schießen und nicht auf meine Bodentruppen. Kapitän, apropos Truppen. Wird auch langsam weniger? Was ist denn da los? Ja, Kommandant. Ach, die Hälfte wieder noch da oben steht. Kann ich behilflich sein? Natürlich. Fertig, Sir. Kann ich behilflich sein? Erwarte Befehle. Das ist ein Grund, warum da nur ein Teil der Einheiten mir gehört? Natürlich. Ja, Kommandant. Ah, jetzt, okay. Erwarte Befehle. Kann ich behilflich sein? Wo nehmen die überhaupt die Truppen her? Natürlich. Was für so unendliche Ressourcenpool. Maschinen einschalten. Gut. Zurück. Und wieder zurück. Wir werden angegriffen. Fahr halt mal ein Stück zurück, damit alle mal was davon haben. Damit alle irgendwie mal so tun dürfen, als hätten sie irgendwas können. Ich brauche da oben auch noch einen Turm. Oder zwei. Fast so aus. Egal, Karl. Liefert mal Steine ab. Braucht die jetzt nicht erst, wenn ihr voll seid. Voll mit Steinen. Die haben Steinschnaps. Gibt's sowas? Bestimmt. Merkt das doch mal in die Luft, bitte. Das reicht nicht.
Was ist das denn? Da war alles riesig, Armee geballt. Da würde ich gerade noch mit Infanterie reinlaufen. Fertig, Sir. Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. Kann ich behilflich sein? Ja, Kommandant. Die gehören mir nicht, warum auch immer nicht. Ja, Kommandant. Passt schon. Positiv. Bestimmt ein... Ah, jetzt. Fertig, Sir. Ich warte. Es wird immer weniger, was soll denn der Unsinn? General, geh auf die Brücke. Wenn, dann soll es doch mehr werden und nicht weniger. Maschinen einschalten. Aber jetzt viel mehr Zeit, Einheiten zu bauen. Hallo? Da muss doch was kommen. Aber wo kommen? Bevölkert das mal noch, damit wir irgendwas tun, während wir warten. So. Angegriffen. Gleich nicht mehr. So, weg mit der Scheiße da. Schön. Ich würde den Mond gerne besetzen und die Ressourcen sichern. Ich kann damit gar nicht auf dem Planeten. Och, was ist denn das für eine Scheiße hier? Aber ich kann das hier beschießen. Yes. Kriegst du das auch noch irgendwie hin? Also wirklich eindrucksvoll ist das nicht. Kapitän auf die Brücke. Okay, kann ich das schon mal aus dem Weg räumen? Ist ja das schon wieder kaputt. Wir werden angegriffen. Eine riesige Armee da stehen, aber es bringt alles nichts. Naja, weil wir noch 50 Türme bauen. Apropos Türme bauen. Wir werden angegriffen. Oh ja, da war nochmal 10 oder so. Rein haben sie doch recht ausgedünnt. Zum Aufrüsten. Ich bin noch gar nicht aufgerüstet. Wieso machen die jetzt Schaden an meinen Türmen? Wir werden angegriffen. Ja, ist recht. Schalte das mal ab, komm. Es sind so viele Einheiten, sie können gar nicht mehr richtig angezeigt werden. Ein Traum. Das kann ich alles nicht beschießen, natürlich nicht. Warte mal, kann ich vielleicht... Geht das... Mal abbrechen. Kapitän auf die Brücke. Todesstrahl des Todes. Willst du den? Generalquartier. Maschinen einschalten. Nö. Kapitän auf die Brücke. Nein. Kurs eingeben. Gut. Fliegen wir mal um den scheiß Mond rum und... Ja, Kommandant. Fertig, ja, Kommandant. Ich stehe schon halb in der Basis drin. Fertig, Sir. Wollte ich doch gar nicht rein. Generalquartier. Auf die Brücke. Kurs eingeben. Maschinen einschalten. Wir werden angegriffen. Ja, weil ich öfters... Ach komm schon, lass doch die Scheiße. Maschinen einschalten. Kapitän auf die Brücke. Was tust du denn? Das hält nämlich ja voll Idiot. Sollst du hier nicht lustig im Kreise drehen? Das ist nicht Ballett oder sowas. Hau mal ab. Ein Treffer verkraftet er noch. Kriegt er den down? Ich würde ja sagen, nein. Ah, nein. Oh, er lebt noch, okay. Noch ist alles cool. Ich darf den nicht verlieren. Ich kann keinen neuen bauen. Okay, ich könnte dann langsam mal Truppen rüberschicken, aber so langsam. Shit. Ui. Da war so dezent knapp, würde ich sagen. Natürlich.
Reparieren mal. Reparieren. Die töten gerade all meine Leute. Ist ja gut. Wir werden angegriffen. Schick ich halt neue. Erstaunlich, wie so ein paar wenige Typen meine gesamte Verteidigung da oben durchbrechen. Was haben diese Entwickler von Kern da bin schon gedacht dabei? Das da muss auch noch repariert werden, das da muss repariert werden. Anschließend muss da noch ein Turm gebaut werden. Das schaut auch schon mal besser aus. Du stellst dich vielleicht mal nicht ganz da vorne hin. So, jetzt pressen wir die mal ganz eng zusammen. Ich habe da irgendwie schon wieder Verstärkung bekommen, oder? Jawohl. Erwarte Befehle. Gehen wir. Noch mehr Verstärkung, sehr gut. Ah, ich brauche die jetzt nämlich mal, um den Mond anzunehmen. Nehmen wir den Mond an. Heben wir ihn an. Wiegt er nicht so viel. Frachttore geschlossen. Rein damit euch. Frachttore geschlossen. Bereit? Ich warte. So, komm. Bleib